Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Achso, komm, wir winken nochmal alle zusammen. Kamera? Ja, habe ich. 3, 2, 1. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Alex, ich sehe kein Grüßen bei mir. Wo Ja, ist das mir auch denn? nicht. Ja, ich sehe das auch nicht. Du machst das ja gerade nicht. Komisch. Du drückst Ach, kein V. Grüßen. Ich hab's, ich Okay. hab's, ich hab's. Ja, jetzt ist zu spät. 3, 2, 1. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Warum Fiesta. lacht sie? Oh, Warum lacht sie weil ich in so? die Kamera gewinkt habe. Ich habe so gemacht. Ey Marvin, das musst du mal schneiden, ne? Bei manchen Videos sagst du so: Hallo, mein Freund, bei. Ich schneid nochmal. 8, 3, 2, 1, das schneidest du nicht weg, da laden wir mal einen richtig schnapp. Ja, Absicht. Ich schneide es meistens nie weg. Wenn du es dann hast, ne, sag Bescheid. Jenny ist so herzlich, wenn sie lacht. Ja. Herzlich am Arsch, das ist ein blöde Kuh, wenn sie lacht. Ja, aber es ist so, Ich hab da bloß gewunken. wie bei Montana Black, winken sie mal wie ein Dulli. Okay. Fertig. Für mich war das auf dem Augenblick nicht so aus, wie wenn er einfach den Arm so hoch reißt. Das könnt ihr nicht nachvollziehen, ihr hättet es sehen müssen. Das glaube ich. Hast du Scherz? Kann ich. Moment. Damit ihr das versteht, ne? Ich lasse die Aufnahme so laufen. Das sind die ersten 2 Minuten von dem Video. Gut. Echt? Ja. Nein. Ne, hat Kamera an, futtert Nüsse. Ja. Ist direkt nach dem Stream. Alle hopp, auf Ihr geht's. seht es an unserem Level. Und das sind 92 geworden. Die Nüsse sind gut. Was futterst du denn, Marvin? Pistazien, voll geil. Ja, du darfst nicht so viel essen, die haben sehr viel Fett, aber gut. Ja. Ich dachte, Fett ist gut, ich soll fett werden. Das ist Nicht Reichtum zu im viel. Mittelalter. Das macht nichts. An meine Jenny, Bäckchen ist kaum Jenny was muss das dran. ja noch gefallen. Ach, das interessiert mich nicht. Ich muss sie nehmen, wie ich bin. Ich hab die Frau angekettet. Ja. So. Nee, er hat den Ring, um mich zu knechten. Nein, er hat den Ring, um sich zu knechten. Ich knechte mich selbst, genau. Ja, hat genau. Wollen wir jetzt loslegen? Ja, ich könnte schon längst fertig sein. Also, wie ihr schon hört, wer ist mit dabei? Es ist Master Black ist dabei. Sag mal Hallo. Hallo. Und Edgar ist dabei. Sag mal Hallo. Edgar? Bist du jetzt doch Alex oder bist du jetzt Edgar? Kannst du dich mal Bin entscheiden? ich Edgar? Es ist Alex. Alex von der Leyen. Warte mal, ganz kurz. Die Jenny ist noch nicht da. Ja, ich muss gerade wieder meine Blumen retten. Und ja, es ist mit Kamera. Aus dem einfachen Grund, weil, War gerade Stream und ja, habe es keine war Lust, die gerade Kamera Stream und auszuschalten. genau. Und da muss ich jetzt wieder alles umstellen und das ist dann zu viel Arbeit. Jenny, kommst du jetzt mal rein? Ja, ich bin doch schon doof. Ja, Sieht jetzt. mich bloß nicht, weil ich so klein bin. Blink. Oh, Master Black haut da rein, ne? Aber ordentlich hier. Da haut den gut auf die Fresse. Alaric! Alex. Einmal Feuergolem. Ich will mitmachen, aber ich will keine auf die Fresse bekommen. Entschuldigung. War die Cola. Das Wasser. Guck mal, heißer Stein. Ja, brauchen Es ist wir. ein Tropfen auf dem heißen Stein, diese zwei. Wir brauchen noch sehr heiße Steine. Ja, das auch, ne? Yay, er ist tot. Kriegen wir jetzt ein Eis oder sowas? Weil es ist ja heiß und sowas, ne? Will ich jetzt ein Eis? Komm, wir gehen raus und machen die Magmaton, wenn wir sowieso schon da dabei sind. Wir müssen die Folge voll kriegen. Und Jenny, sonst so, wie geht's denn euch? Guck mal, wir brauchen auch den Dicken da. Den brauche ich Den auch. Dicken? Ja, mir geht's super. Auch eben Heute dabei. Training gehabt. Training?
Deswegen kam ich ja so spät. Ah, ich habe mich schon gewundert, weil du noch gesagt hast, du bist auf jeden Fall. Das ist genauso der kleine Alex, der sagt auch immer, er ist dabei und dann kommt er nicht bei. Doch, ich komme schon, aber was kann ich dafür? Doch mal pullen. Ja, ich wollte es gerade sagen, ich pull mal. War auf deinen Kanal, ne? Mhm. Und ich so, hä, warum ist der Stream nicht da? Ich dachte, ich kann da jetzt schon raufklicken, weil um 8 Uhr hast du ja angesagt, ne? Mhm. So, und dann ich so, da ist nix. Ich so, naja, dann guckst du halt die Minecraft-Folge von heute. Wo ich die Minecraft-Folge, dann hab ich mir was zu essen gemacht. Dann gehe ich nochmal auf deinen Kanal, dann ist auf einmal der Stream da. Ah, kriegst du das eigentlich jetzt an? Wie kriegt man das angezeigt? Ich hab's ja selbst noch nicht gesehen, wie man es angezeigt bekommt auf meinem Kanal. Achso, ich brauch die UVs gar nicht. Kriegst du dann richtig angezeigt, jetzt live? Oder? Ich so Livestream und dann klicke ich da drauf und dann wird das verbunden und dann gleich. Ah, wunderbar. Ja, weil ich krieg das nicht angezeigt, wie es angezeigt wird auf meiner Seite, ne? Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ist so ein bisschen blöd gemacht, meiner Meinung nach. War es echt gut, Alter, von YouTube. Ich finde es geil, weil es zahlt sich ja auch aus, über YouTube zu streamen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bei Twitch musst du ja erstmal Twitch-Partner sein. Das heißt, ja, du musst pro... Genau, du brauchst eine gewisse Zuschauerzahl und das bei mehreren Streams, also eigentlich bei allen Streams, um Twitch-Partner zu werden. Und wenn du die nicht hast, kriegst du dann halt auch kein Geld, ob die jetzt Werbung schalten oder nicht, ne? Und, und wie viele Steine hast denn du? Ich habe jetzt 14. 15. Und bei YouTube ist das so, da du schon automatisch Partner bist, oder da ich schon automatisch Partner bin, ne? Kriege ich auch dementsprechend Geld geschalten, wenn jemand, also ich habe zumindest das Gefühl, dass ich pro Stream um einiges mehr verdiene über YouTube als für die Videos an sich. Ich brauche. Verdienst noch keine Welten, ne? Ach Quatsch. Bei so, ich sag mal, geringer Anzahl, muss man jetzt leider sagen, von Abonnenten, was ich ja eigentlich nicht finde, weil ich finde, über 300 Abonnenten ist schon ein Wort, ne? Dicken brauchen wir auch noch. Ja, die Faust braucht man noch, ne? Und, aber es ist halt nun mal so, dass du bei YouTube wirklich erst ab einer Abonnentenzahl von ungefähr 10.000 wirklich Geld verdienen kannst, ne? Ja, bei 1.000, hier sag schon, Blackmoss, ich glaube, der hat, also der kann davon seine Internetleitung finanzieren, glaube ich. Ja, und jetzt musst du dir mal überlegen, was das heißt. Wie viel kostet denn eine Internetleitung? Ja. Das ist ja eigentlich nix. Und ja, bei 1.000... Es ist halt nicht, es zählen ja aber im Endeffekt nicht die Abonnenten in dem Falle, sondern es zählen die Aufrufe von den Videos und wie lange die Videos geguckt werden. Auch schlecht. Von Black Mask meinst du? Dafür, dass er 1800 Abonnenten hat, hat er schlechte Aufrufe. Habe ich auch schon gesehen, er hat immer so vielleicht 100 Aufrufe oder sowas, ne? Vielleicht ein bisschen mehr. Black Mask. Der bekannteste Fiesta-YouTuber. Im Endeffekt, ja. Dich bevollkommt dann mal Marvin. Mhm. Und, und das ist dann auch wieder so vom Gedanke her, ne, ist es schon, du musst theoretisch hier mindestens, ja, wie gesagt, 10.000 Abonnenten haben, um wirklich Geld zu verdienen. Darum macht man das eigentlich in so kleinen Mengen mehr zum Spaß als fürs Geld, ne? Klar wäre es geil, wenn sich das so rechnen würde, dass durch die Aufrufe jetzt zum Beispiel, dass man zum Beispiel einen Server finanzieren könnte, ne? Minecraft-Server. Zum Beispiel durch die Aufrufe, den Minecraft-Server zu finanzieren, wäre ja schon geil. Ich habe ja jetzt auch unten in die Videobeschreibung so einen Donation-Tracker reingemacht, ne? Wo man dann so über PayPal spenden kann, zum Beispiel. Und das geht ja dann auch in Server, würde dann ja auch in den Server reingehen als Beispiel, ne? Wo man dann sagt, okay, wenn gespendet wird, dann kann man ja mal hier einen neuen Server eröffnen, auf dem man dann spielen kann, weil der kostet halt auch alle 3 Monate 48 Euro im Regelfall. Was? 48 Euro? Mhm.
Du brauchst ja eine gewisse Gigabyte-Zahl, also RAM für die. Oh, nur Ja. eine, yippie. Master, nimm du dir die. Master, ich wollte es gerade sagen. Dankeschön. Bitte. Und du musst ja, sagen wir mal, es müssen mindestens 10 Leute drauf können auf den Server, damit du gescheit spielen kannst. Brauchst mindestens, wenn du jetzt kein Modpack hast, so wie ich, das Technik-Modpack, brauchst du mindestens 4 Gigabyte, wenn nicht sogar 8, damit du das ordentlich spielen kannst, ohne dass sich das andauernd aufhängt oder sowas. Ja, zum Beispiel das mit den Welten, dass man das machen kann. Richtig, genau. Jede Welt reißt dir wirklich Ich hab 29 Steine. schon. Ja. Okay. Ja gut, ich habe jetzt 25, 26, Das wäre so geil, wenn du deinen 27, Server noch hättest. Weil 28. Rivex, Alter, der kann das, glaube ich, so gut erklären. Rivex war so toll mit dem Mitmachen im Endeffekt, weil es end der weiß halt, wie man, der spielt das Ultimate schon so lange, der weiß halt, wie es geht, ne? Also Ja. ich habe mir den Bienenmod nochmal angeguckt, ich raff da gar nichts, ehrlich nicht. Ja, ich habe bei Also anderen YouTubern geguckt, Alter, sieht so kompliziert aus. Ich habe jetzt auch 29. Und Rivex, der macht das so ohne Probleme. Ich hätte schon gern, ich hätte auch gern gehabt, dass wir mal wieder zusammen auf dem Server spielen, weißt? Ja, das sieht man ja. Guck dir mal Hexet an, Alter, wie ich und Alex gespielt haben, Alter. Ja. Wir waren auch, wo wir dann angefangen haben, an die Burg da zu bauen, Alter. Ich war fünf Stunden jeden Tag dann on. Naja, Was mich immer gewundert. ich hatte ja eigentlich sogar vor, mal wieder einen Community-Server zu machen. Das war ja so eigentlich so vom Gedanke her wieder geplant, ne? Aber Aber mit Erik. ja, mit Erik, vielleicht macht Master auch mit, wenn er Ja, Lust so. dazu hat. Und Dome wollte mal wieder mitmachen, Bracalone würde mitmachen. Und das sind halt so. Nico vielleicht, wenn Nico wieder Bock hat, da mitzumachen. Das sind so Sachen, ne? Boah, Dome wäre geil, Alter. Den will ich endlich mal hören. Er hat Ach, eine geile du hast Stimme. mit dem noch nie aufgenommen oder gehört, ne? Nee, So noch im nie. Chat. Ja, Nico. Dome, der hat Dome. so eine. Wie, ich bin Ich hab fertig den mit den immer so Steinen, mit gefeiert, dem wenn ich Charlotte Magmaton. gespielt hat. Ich so, oh bitte, oh, red weiter. Der hat so eine Bassstimme, ne? Das ist richtig geil. Gefällt mir richtig Okay. gut. Ja, Ich habe auch Jorik, gern wer mit ist ihm aufgenommen. verarscht? Ich glaube, mit Dome habe ich glaube auch erst einmal geredet oder so. Ja, ich glaube, mehr nicht. Wir werden hier fertig. Was ist die 9? Faust des Riesenmagmaton, das ist was anderes. Kristallwächter, Wachvorsteher könnte man machen. Vorne ein Wachvorsteher geht bisschen. easy. Richtung Drachengrab könnten wir mal. Ah, du kommst da aber nicht mehr rein, ne? Nee, machen wir bloß im Stream. Ja, scheinbar ja nicht. Im Stream machen wir ja hier Steini und Level ab Ja, und. nächste Woche wieder. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber egal. Was ist die 7? Wie kommen wir machen Wachvorsteher? Wir gehen jetzt mal zu Wartet, den ich mach mal Wachvorstehern. den Dicke doch noch Ach einmal. so, ist er wieder da? Dann kriegt er nochmal eine auf die Fresse. Auch er. Wand. Ja, Aus da bist du. meine. Hey! Aber ich kann den Kreuz immer nicht spielen. Wegen, das ist deine. Jetzt machen wir, jetzt warten wir noch kurz, jetzt machen wir den nochmal. Oh, okay, einmal noch. Was den Kreuzi kannst du nicht spielen. Was ist Ja, eigentlich aber. deine Waffe? Plus was? Plus 12. Ja. Die ist voll schön, zeig mal. Mach mal Handel. Danke. Oh, die ist Walküre-Klinge. Plus 4147 Schaden. Nicht Das sind schlecht. auch ganz nice, ne? Ich wollte es gerade sagen, die Stats sind Hammer. 67, 47, 47, 78. Ist schon krass, ne? Warum bin ich fast, dass die 1000 noch was haben?
machen. Ich wäre jetzt dafür, dass wir dann noch so lange machen, bis ich die Faust kriege. Du willst meine Faust? Nein. Achso. Ich dachte schon. Alex? Na gut, dann machen wir das jetzt, wartet ganz kurz, dann machen wir das jetzt noch ein bisschen fertig, bis wir die Faust haben. Allerdings machen wir das offscreen, weil 15 Minuten sind rum. Das heißt, ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss. Achso, ich kann ja jetzt winken, ich habe ja Kamera drin, ganz vergessen. Tschüss.